Die Turnierwiese in Horb. In brütender Hitze baut der Bund oberschwäbischer Landsknechte die Zelte auf. Auftakt zu den Ritterspielen. Landsknecht Günther vom Heimatverein Munderkingen ist noch nicht ganz so weit. Die Heringe sind drin, jetzt die Stange für die Mitte aufgebaut. Jetzt der beliebteste Teil bei der Hitze, rein ins Zelt und die Stange richtig justieren. Wer kommt da? Ha, wie in der Gießerei, so schwer. Der Knaller bei den Ritterspielen 2017 in Horb. Das spektakuläre Lager des Bundes Oberschwäbischer Landsknechte wird direkt am Markt sein, im Zentrum der Stadt. Wir finden es natürlich sehr schön, wieder bei den Ritterspielen direkt dabei zu sein, wieder direkt am Markt zu sein. Uns hat es auf dem Festplatz natürlich auch gut gefallen, wobei ich sagen muss, die Nähe zum Markt, die Nähe zum Geschehen, dass wir unsere Aktionen auch auf den Markt bringen, ist natürlich für uns eine schöne Geschichte. Das heißt natürlich für alle Besucher der Ritterspiele, sie können die Action hautnah miterleben. Und jetzt in Horb können wir mit 17 Vereinen hier gemeinsam was auf die Beine stellen. Wir sind nicht nur einzelne Lagergruppen, die aneinandergereiht lagern, sondern wir sind einfach auch, wir sind bereit, auch gemeinsam auf den Markt zu gehen, gemeinsam Aktionen zu machen, gemeinsam zu üben. Und das ist einfach auch das, was die Leute dann einfach auch sehen können. Die Ritterspiele in Horb beginnen am Freitag und versprechen jede Menge Action. Wenn du dein Maul aufmachst und gegen die Obrigkeit wetterst, wird dir niemand mehr helfen.